Okay. Das wird echt noch schwierig werden. So. Okay, rohe Kartoffel. Trinken wir nochmal was, dann füllen wir es gleich auf, da weil die Pflanzen brauchen das ja auch. Das war eine blöde Idee. So. Alter Schwede, jetzt rumpelt es aber mit den Materialien hier. Wahnsinn, das klappt gut. Ja, wir haben auch richtig schön. Wir haben ein bisschen Drift haben wir noch, aber so im Großen und Ganzen kommen wir schon ganz gut hin. So. Wir haben aber auch extrem viel Zeug jetzt gerade. Wir müssen echt mal aufpassen. Ja, schon wieder ein Haikopf. Legen wir den auch nochmal da rein. So. Gut. Okay, gleich haben wir den Hai. Dann können wir was essen. Dann können wir jetzt mal ganz kurz gucken. Nachdem wir den Wurfanker wollten, mal auch noch forschen. Oder zumindest mal langsam in Arbeit nehmen. Können wir uns gleich nochmal fast Materialienlager leisten. Robin, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Da ist eine Insel. Ja, aber jetzt lass uns erstmal das organisieren. Ich hätte auch gerne mal so eine Hake, aber dafür brauchen wir einen Bolzen. Da brauchen wir überall die Bolzen dafür. Uff. Das Insektennetz ist auch mit Glibber und so. Ja, die ist aber auch nicht groß, ne? Ich wollte gerade sagen, können wir die Planke jetzt nicht mehr aufnehmen? So, können wir das essen jetzt erstmal. Also erstmal Neues drauflegen und das Alte hauen wir uns jetzt erstmal ins Gesicht. So, gut, die Pflanzen hier hinten brauchen Wasser. Nee, noch nicht. Okay. Ah, Robin, alles gut. Jetzt bist du da. Ist doch wunderbar. Okay, pass auf. Wir schauen jetzt erstmal Folgendes. Wir haben auch keinen Sand mehr, ne, oder sowas. Wir haben jetzt noch ein bisschen Kupfer und so, aber das ist jetzt nicht mehr die Wucht. Die nasse Ziegel, das können wir uns noch... Also Ton hätten wir ja für einen noch. Wir brauchen 6 von den Dingern. Naja, nicht mal für einen hätten wir Ton. Okay. So. Eine Laterne könnte man bauen. Beleuchtung im Dunkeln. Da stellen wir mal eine von her. Hier so am Forschungstisch. Ui, das macht aber ordentlich hell, du. Lecco mio, das ist schön. Das seht ihr auch ein bisschen mehr. Trophäen. Okay, Kalender. Auch 2 Nägel. Machen wir auch mal einen Kalender. Brauchen wir eine Wand für, oder? Naja, gut, das ist eine andere Baustelle gerade. Pass auf, dann mache ich jetzt Folgendes. Jetzt kommt halt so der Bastelzwerg durch, ne? Tipp. Schaut's hier aus. Wir arbeiten dran. Gut. Okay, pass auf. Wir machen Folgendes. Nee, das wollte ich nicht. Den Kalender behalten wir mal. Und zwar... Tipp. Erhöhter Boden. Holzdach. Treppe. Halbe Treppe. Nee, ganze Treppe. Gerne auch ganze Treppe. Da brauchen wir noch mehr dafür. Jawohl, Birdie-Man, ha? Ja, hab ich noch eins. Schmeiß ich den mal raus, weil wir haben... Dann nehme ich lieber das hier. Aber Federn finde ich, glaube ich, ganz gut. Jetzt haben wir noch Geflügel, ey. Kann ich das irgendwo noch zwischenlagern? Verflucht, ich will das nicht. Aber Geflügel ist eigentlich gar nicht schlecht. Warte mal kurz. So, machen wir das jetzt erstmal, dann ist das Viech weg. So, dann müssen wir weiter brutzeln hier. Dann machen wir gleich. Und dann stellen wir jetzt nochmal kurz Nägel her. So. Dann wechseln wir hier rüber und bauen jetzt unsere Treppe hier raufwärts. So. Fundament
ist hier aber Unsinn. Holzboden. Kann man das jetzt einfach so setzen? Nee, ne? Eine Leiter wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Das hier. Brauchen wir irgendwas anderes? Stärken wäre das, nee. Der Holzboden ist eigentlich gar nicht mal so eine blöde Idee. Oder müssen wir noch weitergehen? Mehr Lagerboxen machen wir auf jeden Fall. Planken haben wir. Oder müssen wir da mit einer weiteren Treppe noch hoch? Könnte natürlich das auch einbauen. So. Vielleicht können wir dann hier den Boden draufpacken. Ja! Na komm. Ich glaube, so geht das. Mhm. Lass mal hochschauen. Ja, geht, ne? Kann ich da noch durch? Nee, ja. Wie krieg ich das jetzt weg? Nee. Also irgendwie ist Pfeiler wären das. Ah, okay, Pfeiler wäre besser gewesen. Also komm, mit Ducken komme ich durch, aber ich will das eigentlich wieder abbauen. Ah ja, okay. Mit der Axt. Gut. Und da haben wir noch irgendwo Hai. Hai-Attack. So, Mensch. Gut. Okay. Jetzt können wir aber hier den Kalender aufhängen. 7 Überlebenstage. Yes. Okay. Oh, ganz schön Seegang heute. Anker. So. Bleiben wir mal hier stehen, wenn wir schon mal hier sind. Nochmal kurz aufnehmen. Weil dann machen wir hier mal ganz kurze Rast, meine Lieben. Ja. Na, einen Haikopf haben wir schon wieder gefunden. Wenn wir jetzt eh schon mal da sind, können wir mal hier rüber gucken. Haiköder, ja, machen wir auch noch. So, also Axt. Ja, ja, gut, gute Idee. Erstmal bauen wir erstmal ein bisschen, bevor wir hier wild anfangen. So. Dann kriegen wir unser Zeug los. Kann man das nicht... Achso, da brauche ich dann Pfeiler dazu. Verstehe. Ah ja, okay. Kommt der Sache näher. So langsam kriegt das Ding schon... Braucht man die Köpfe eigentlich? Ich glaube, sie sind nur optisch, oder? Oder kennen sich die Füchse hier im Chat mit Sicherheit besser aus? So. Wieder die Samen weggeschmissen, echt. Wir sollten mal ganz kurz zurückgehen. Brauchen ein bisschen Zeugs. Was? So, und dann brauchen wir das hier. Dann machen wir das hier wieder voll. Ein bisschen wenig Zeug von alledem, ne? Boah, ganz schön Seegang heute. Das Aufheben des Kopfes lohnt, sagt er. Okay. Na gut, ich vertraue euch.
ich jetzt schon wieder eine Kokos nicht. Na gut, aber nur weil wir es dann aufnehmen können, das Zeug. Mal ganz kurz zurück. Können wir mal ganz fix, nur für alle Fälle, können wir mal ganz fix hier irgendwo eine Kiste hinbauen? Wir brauchen unbedingt eine Lagerkiste, um das ganze Zeug wegzulagern, was wir gerade haben. So, pass auf. Also, Rüben können wir da noch einlagern. Kokosnuss kann da rein. So, Federn. Und da rein. Plastik lagere ich jetzt auch mal ein bisschen wenigstens zwischen. Okay. Achso, warte mal, den zwei Haikopf können wir ja auch noch einlagern. So, da haben wir den jetzt auch nicht mehr dabei. Und die Samen kommen in unsere Samenkiste. Da haben wir auch schon ein bisschen was vorbereitet. Gut. So, jetzt haben wir erstmal Platz. Steht hier. Danke. So. Gut. Geht's erstmal weiter. Wir sind gut gefüttert. Wassermelone nehmen wir mit. Ist da nur eine gewesen? Echt jetzt? Bin enttäuscht. Und eine Ananas nehme ich auch noch mit. Aber mehr ist hier auch nicht, ne? So, ganz kurz. Weil wir gerade drüber reden. Haiköder. Zweimal Seil haben wir. Wir brauchen nur noch einen Fisch. Dann können wir einen Haiköder. Wie lange hält so ein Haiköder an Hai beschäftigt? Weiß das jemand gerade? Aus dem Kopf vielleicht? Ohne jetzt groß nachschauen zu müssen. Wie lange dauert das, bis der Hai diesen Köder dann wieder loslässt oder gefressen hat? Keine Ahnung. Echt jetzt? Wird zum Thema Haiköder, ey. 1 bis 2 Minuten. Hm. Gut, das ist nicht viel Zeit, aber es reicht, um natürlich haufenweise Ressourcen erstmal, wenn du ein großes Gebiet ausgespäht hast, wo das sein könnte, könnte das gut aussehen, ne? Kill ihn lieber, als den abzulenken. Ja, aber ich will ihn ja erstmal ablenken, dass ich in Ruhe hier abgraben kann, weil killen, ich weiß nicht, ich fühle mich da jetzt noch nicht so bereit für. Lieber schmeiße ich 1, 2, 3, 12 Haiköder aus, wenn ich jetzt ein paar vorbereiten kann. Aber da brauchen wir jetzt andere Viecher für. Bringt ihr etwas mehr Zeit? Ja, so 3, 4 Minuten, oder? 5 Minuten? Keine Ahnung. Irgendwie so. Auf jeden Fall längere Zeit. Können wir jetzt? Aber... rohe Seebarasse. Habe ich doch. Wieso? Achso, 2 brauche ich davon. Okay. Na gut. Nehmen wir mit. Ach so, wenn ich den Haiköder ans Ufer lege, dann kann ich den attackieren, bis er drauf geht. Das wäre praktisch. Also angenommen, ich nehme jetzt diesen Haiköder und schmeiß den jetzt hier quasi hin. So hier, ne? Dann rennt der da hin und ich hau die ganze Zeit mit unserem Speer drauf ein. Und dann geht das. Muss tief genug sein, ja, dass er halt hinkommt, ne? So, einmal das. Planke haben wir keine mehr, ne? Da liegt doch irgendwo eine drin gerade. Wer weiß, was wir alles mit uns rumtragen und die wissen es gar nicht, ne? Da! Ja, okay, das hat geklappt, ne? Hat er natürlich geschmeckt, aber der kommt auf jeden Fall dahin. Ringo, grüß dich! Okay, das war jetzt vielleicht nicht die beste Möglichkeit, das zu testen, aber es hat zumindest auch augenscheinlich erstmal funktioniert.
Gut, jetzt gibt es wieder erstmal heute Möwe. Wer mag ein Stück Möwe haben? Ich biete an. Von dem Zeug haben wir halt echt viel, ne? So, warte mal kurz. Also, wir haben noch eine Melone hier. Wir haben noch eine Ananas da. Was zum Essen haben wir noch? Fisch können wir auch noch reinpacken. Gut. Okay, also wir hauen ihm jetzt erstmal, also wir hauen uns jetzt erstmal was zu essen rein. Dann nehme ich den Köder. Okay. Da kommt er. Nimmt der den Köder oder mich? Au! Okay, er will den, nicht den Köder. Gut. Na, okay. Das scheint wohl gut zu laufen, so. Ach, der schwimmt hier ja, okay. Okay, okay, ich verstehe das System. Okay, mhm. Nur einmal angreifen. Oh ja, toll, jetzt wird es dunkel. Das ist natürlich großartig. Wenn wir jetzt, war etwas nah am Floß. Ja, ja, ein bisschen. Ich wollte das eigentlich ein Schlückchen weiter darüber werfen, aber gut. Ja, kommt er wieder? Ah, verdammt, nur einmal erwischt. Du brauchst auf der Seite noch eine Fackel. Ja, auf jeden Fall. Wir werden unser Boot schön ausleuchten. Mit Reling und allem drum und dran. So das schönste Boot, was jemals jemand gesehen hat. Die Musik ist schön. Ich mag die Musik tatsächlich. Da kommt er doch wieder. Ja, ich glaube auch, also das wird dann sehr entspannt. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt so ein paar Minuten dauert, damit wir dem, was war das? Ich hoffe, dass das ein bisschen noch dauert, damit, die Nacht rumgeht. Wir können uns auch gerade keinen Holzspeer mehr erstellen, was auch ein bisschen peinlich ist, ne? Hat ein Stück Boot abgebissen? Nee, oder? Ja, doch, da hinten. Müssen wir dann auf See reparieren, wenn es soweit ist. Dann schauen wir erstmal, dass wir Ton und so Zeugs bekommen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, das bringt bei dem Hai irgendwie gar nichts. Der hat irgendwie keinen, ne? Der schaut nicht so aus, als wäre er irgendwie jetzt schwierig. Hier liegt auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall was zum Holen. Da brauchen wir eine Planke. Weißt du, wie ich meine? Der schaut nicht so aus, als hätte er irgendwie Schaden genommen. Wenigstens eine Planke wieder. Ich sehe es kommen, wir haben den dann erledigt und dann ist unser Haken im Eimer oder so Blödsinn, ne? Können wir ja nochmal einen herstellen, weil wir brauchen den auf jeden Fall. Wozu Haiköder, wenn man einen Fluss hat? Wir müssen den Hai loswerden, Andrea. Wir müssen den Hai loswerden, damit wir hier Sachen abgraben können. Wir brauchen ein paar Sachen aus dem Boden. Nee, das bringt nichts, Freunde. Ich versuch mal ganz kurz hier... Die Gunst... Au! Okay, die Gunst der Stunde hat keinen Wert. Irgendwie funktioniert das mit dem Hai hier nicht. Der hat doch schon einige Schrampen. Ich habe da noch keine ehrlicherweise gesehen, ne? Schau mal, der hat auch obendrauf gar keine Schrammen. Aufs offene Meer einen zweiten Köder rauswerfen. Ich glaube auch, das wäre fast sinnvoller als das, was wir jetzt da probieren. Wie kann ich... Tronka, wie kann ich ihn abwehren?
Unter Wasser. Aussehen hauen. Das war's mit unserem Speer jetzt im Übrigen auch. Schwimmt er gerade. Ton haben wir bekommen. Vielleicht hat er dann, ist er ein bisschen besänftigt dann. Wenn er damit beschäftigt ist. Aber Ton ist auf jeden Fall gut und brauchen wir halt auch dringend, ne? Oh, wir haben kein Wasser mehr, ne? Wir müssen zurück. Aber das, die Idee mit dem Haiköder klappt ganz gut, würde ich sagen. Ja, ich weiß, wir sind gerade ein bisschen schwierig unterwegs. Noch irgendwas anderes zu beißen dabei? Ja, nur Hähnchenschenkel. Entschuldigen Sie, lassen wir mal durch. Ich bin Chirurg. So. Algen und so weiter. Ja, da brauchen wir unbedingt. Lass uns mal schnell ein Schlückchen trinken. Wir haben vergessen. So, lass uns mal schnell was essen. Auch mal nicht schlecht. Erstmal reinbeißen. Das geht ja zum Glück relativ schnell. So, eine Planke platzieren wir auch gleich noch. War man nicht, haben wir gesagt? Ja, ich weiß, wir haben Durst. Komm schon. Wassermelone, auch eine Idee, ja. Tatsächlich. Das wäre tatsächlich unser, wäre tatsächlich die Masterlösung. Ja, der Chat schreibt es gerade. Okay, alles klar. Alles klar, ich hab's vergessen. So. Gut, dann kümmern wir uns jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz, während wir das hier brutzeln, kümmern wir uns mal ganz kurz um Nachschub. Und können mal gucken. Am Tag macht das natürlich alles mehr Spaß, ne? Mit, oh, wir können ja den Hai gar nicht mehr abwehren, wenn wir jetzt hier rumeiern, ne? Fällt mir gerade so auf. Wenn der jetzt uns angreift und was abbeißt, dann beißt er das ab. Egal, was es ist. Weil wir nicht abwehren können, weil wir kein bisschen Holz mehr haben, um Waffen herzustellen. Bin mir nicht sicher, ob er... Ja, genau. Und das... Kann ich ihn damit hauen? Ah, Axt. Gut, das war das nächste. Shit. Okay. Gut, Freunde, dann machen wir folgendes. Wir lösen uns wieder. Das hat keinen Wert. Ohne Ressourcen bringt uns das alles nichts. Wir versuchen wieder mit dem Wind zu schwimmen. Der Zwerghai. Mach's gut, kleine Insel. Es war schön bei dir. Aber wir brauchen die Ressourcen. Das hilft ja nichts. Und so wie das aussieht, haben wir jetzt tatsächlich mal richtig einen schönen Kurs drauf. Gott sei Dank. Holz. Schade um die Insel. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr gemacht. Aber das ist okay. Das ist okay. Da kommen wir jetzt erstmal so ein bisschen wenigstens bei rum. So. Das müssen wir halt jetzt wieder mit dem Sammelnetz aufbauen. Das ist ein bisschen ärgerlich gerade, dass wir das verloren haben. Das nehmen wir mit. So. Da haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was. Palmenblätter sind natürlich, wie gesagt, mega Gold wert. Ja, versorgen wir uns erstmal, kümmern wir uns erstmal um uns selber, würde ich vorschlagen. Wir haben ein bisschen was bekommen, was auch super gut ist, aber halt nur ein bisschen. So. Wie gesagt, um uns selber kümmern halte ich gerade für absolut sinnvoll. Genau, und jetzt haben wir auch wieder ein paar Planken. Da können wir auch hier wieder ein bisschen aufplanken. So. Dann haben wir hier alles gespeichert, unser Zeugs. Das tun wir auch da wieder rein. Sand haben wir jetzt hier aber nicht drin, ne? Blöder Haikopf. Mal
hier Sand noch reintun. Hier haben wir noch Samen. Haufenweise Schenkel haben wir noch. Jeder liebt Schenkel. So, lass uns gleich mal was bauen, damit wir uns verteidigen können, wenn der wieder auftaucht. So, jetzt sind wir wieder up to date, Freunde. Okay. Das ist jetzt auch wichtig, dass wir das haben, dass wir das auch jetzt wirklich uns auch ein bisschen wehren können, wenn der uns angreift. Aber es geht ja auch tatsächlich sehr gut, ne? Also, wenn ich jetzt mal so schaue, das läuft schon. Dann lass mal ganz kurz gucken. Wichtige Sachen zuerst. Planken noch ein paar. So. Ein paar Blätter brauchen wir halt auch noch. Hui, da ist ja noch welche. Na also. Gut. So. Essen müssen wir braten. Gut. Seile. Okay, Seile hängt wieder. Okay, also wir kommen der Sache langsam näher. Wir kriegen auch ein bisschen Zeug raus. Das ist alles ganz tutti. Wie gesagt, geht halt nicht unbedingt gerade hundertprozentig super schnell, aber es läuft. Ne, es läuft. Also das ist ja die Hauptsache eigentlich. So, haben wir unser Fangnetz wieder und jetzt auch unser Haken kaputt. Ich schmelze, bräuchte die Nägel und die Trockenziegel hauptsächlich. Also wir könnten natürlich jetzt schauen, dass wir langsam anfangen, die Trockenziegel rauszubauen. Wir müssen ja auch dann ein bisschen halten noch erstmal. Also wir nehmen das hier mit und wir nehmen den Ton mit. Genau, das Kupfer. So, dann haben wir jetzt erstmal so Trockenziegel und den legen wir jetzt erstmal hier so aus. Das kann ja erstmal ein bisschen laufen. Das tut ja jetzt erstmal nicht weh, dann brauchen wir nur noch Sand. Planke haben wir ein bisschen, davon haben wir auch ein bisschen, das kann man auch erstmal weglegen. Das ist was zu beißen. Das ist der neue Haken. So. Jetzt können wir erstmal die Vögeldingers hier machen. Also ich finde, das läuft gerade bei uns. Was sagt ihr, Chat? Brauchst du nicht noch Forschung und so? Ja, na klar. No, first things first. Wir brauchen ja, ihr wolltet ja unbedingt auch den Schmelzofen sehen. Ich hab den noch gesehen. Ja. Was brauchst du noch? Sand. Hauptsächlich gerade. Um voranzukommen, brauchen wir Sand. Rankommen braucht Sand. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal. Wir können ja nicht irgendwie weiter steuern, ne? Also richtig das Boot steuern, außer mit dem Paddeln. Wir könnten noch einen Wurfanker, könnten wir ein bisschen was vorbereiten. Das brauchen wir auch noch. Damit wir, falls wir dann wieder irgendwo anlanden, brauchen wir das mit Sicherheit noch. Ach, was brauchst du noch in der Forschung? Ja, sag das doch, Lippo. Mensch. Metallbarren wäre was. Eine leere Flasche könnte man noch machen. Seetang. Hier brauchen wir noch... Ah, eine Feder. Das ist eine gute Sache. Eine Feder könnte man reinlegen. So. Können wir hier die Hängematte machen und den Pinsel können wir lernen. Schöne Sache. Gut. Ja. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Leiterplatte ist so ein bisschen too heavy. Die leere Flasche wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da könnte man die Sauerstoffflasche machen. Warte mal kurz, was kostet die leere Flasche? Das wäre eine Sauerstoffflasche, finde ich gut. Ah, das braucht auch diesen Seetang-Gestöns. Hängematte ist geil, ne? Ja, das ist... Weiß ich, warum wir hätten vorhin eigentlich vielleicht mal so ab... Die Segel einfahren sollen. Das wird ganz schön wellig hier heute. Okay. Wir könnten natürlich auch hier wieder weiterbauen. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir sagen, hey, pass auf, lass uns mal hier noch ein bisschen unser Floß ausbauen.
Nee, das war nix. Okay. Lass uns erstmal was essen. Essen ist, glaube ich, wichtig gerade. Also erstmal hauen wir uns was rein. So ein schöner Hähnchenschenkel, der geht immer, ne? Also so ein schönes Hähnchen. Oh, geil, wie hätte ich jetzt Bock auf Hähnchen, ne? Ja. Schönes Hähnchen geht immer. Freust du dich immer drüber. Außer du magst kein Hähnchen. Dann nicht. Ey, sag mal, was ist denn heute für ein Wellengang? Oh, Skipper auf die Brücke! Ganz schön Bewegung hier auf der Takelage, du. Also, können wir hier noch anbauen? Stimmt, oder? Nee. Ah, aber wenn wir hier kein Material haben, Mist. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Zeug. Aber hier kommt gerade auch echt wenig, ne? Naja. Also, momentan... Wie gesagt, wir kriegen auch gerade kaum Zeug. Hier ist der Hai. Der weiß aber auch nicht weiter. Ein bisschen was haben wir hier gefunden, aber das ist auch nicht viel. Oh, hier ist was kaputt. Reparieren wir mal. Ja, ein bisschen was kriegen wir jetzt schon wieder, aber es ist halt nicht die Wucht, ne? Ne, fehlt uns noch viel mehr. Okay, warte mal, ich drehe mal das Ding noch mal ein bisschen rüber. Ja, genau so. Robin, hau rein. Lass dir gut gehen. Okay, hinten raus könnten wir es auch nicht machen. Wir brauchen dafür die Stützpfeiler, sonst geht's nicht. Deutet, hier wäre gut. Nee, Quatsch, der war falsch. Dann brauche ich die Axt wieder für. Sag jetzt nicht, ich habe das blöd gebaut, dass ich da... Doch, da kriege ich ihn hin, okay. Brauche ich noch Nägel dafür. Nägel. So. Aber da müssen wir so hinbauen. Irgendwie hier muss der hin. Ah! Wird nichts mehr. Ach, verdammt. Da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. Aber jetzt haben wir es. Wir müssen das irgendwann mal verstärken. Das gibt's doch gar nicht. So. Du musst es aber gut aussehen. Gut, dann brauchen wir halt jetzt noch haufenweise Zeug. Aber irgendwie... Vielleicht ist das besser, wenn wir so drehen. Vielleicht kommen wir da auch auf die Insel zu. Vielleicht wird das dann. Gut. Probieren wir mal. Ah, nee, das ist doof, ne? Nee, das ist blöd. Warte mal. Oh, nee, das müssen wir wegmachen. Mist. Ja. Eins zu weit, habe ich auch gesehen gerade, Lippum. Eins zu weit drüben. Das muss man. Tatsächlich muss der hier hin. Kann der hier auch weg? Da ist mir auch ganz recht, dass der hier nicht ist. Weil wir hier ja schon eins raus sind. Das war der Fehler, den ich gerade hatte. Okay, dann fehlt uns jetzt natürlich wieder Zeug. Nee. Gut, lass uns mal versorgen. So, Schenkel drauf. Dann wird das schon. Haben wir den Wurfanker jetzt eigentlich schon gebaut? Nee, ne? Bauen wir den nochmal schnell.
Weil ich sehe das kommen, das wird gerade eine gute Landung. So, den nehmen wir mit. Was läuft hier? Oh, wie schön. Mein Palmblatt brauchen wir immer, ne? So, jetzt drehen wir voll ein. Das ist gut. Das ist gut. Ich meine, so viel Holz haben wir jetzt auch nicht gesammelt in der Zeit, aber hey, ein bisschen was besser als gar nichts. Und ran ans Wasser! Gut. Ah, nimm mal alles mit. Freue ich mich. Freut ihr euch auch? Ich hoffe sehr. Ich stürz ab. Nein. So, jetzt aber. Nee, die wollte ich nicht. Die wollte ich. Erstmal halt ein bisschen was, dann haben wir wieder Platz. Ist natürlich das Zeug weg, ne? Wenig attraktiv gerade. Aber hier kriegen wir wenigstens ein bisschen Zeug raus. Eine Mango. Eine Mango hat man noch nie. Mango ist neu. Schau mal, wie unser Floß gerade aussieht. Das ist doch herzallerliebst, du. Was meint ihr, Chat? Kurze Meinung? Wie schaut unser Floß gerade aus? So schon wohnlich, ne? Also noch nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Gewässer für einen Zwerg. War das so gefährliche Gewässer? Eine Riesenmuschel. Okay. So, hauen wir uns die Kokosnuss rein. Das ist die Riesenmuschel. Das Kupfer, ne? Scheibengleister. Algen brauchen wir auch unbedingt, ja. Dieses Algenzeug brauchen wir. Nach zusammengewürfelter Müll. Ach Quatsch, das ist doch das schönste Schiff aller Zeiten. MS Zwerg, ja. Echt jetzt. So, Freunde. Aber wisst ihr, was wir machen? Wisst ihr, was wir machen? Jetzt liegt es ja super mit dem Schiff. Ja, tatsächlich. Also ist gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt da noch ein Dach drauf kommen, machen wir noch einen kleinen Wohnbereich. Oben drauf kommt dann der Schifffahrtsbereich mit Antennen dann später und so Zeugs. Da wurde ja auch schon was erzählt. Ja! Einen besseren Grill wollen wir auf jeden Fall noch machen, Steganos. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Denn für heute ist Feierabend und es war schön, meine Lieben. Das hat mir richtig Bock gemacht. Also das werden wir auf jeden Fall weiterspielen. To ignore all the things we said, I wish I could change it. A little shaky, our emotions got the best of us lately. I got issues, yeah, you.